Es ist erst noch März, aber das Wetter ist echt wie Aprilwetter. Heute hatten wir schon Hagel, Sonne, Schnee, Graupel und auch Regen. So, und da dachte ich mir, wenn ich so eine Sitzgelegenheit für dich nicht nutzen kann, außerdem sollten wir ja eine Sitzgelegenheit bauen, will ich mir eine Sitzgelegenheit unter meinem Tarp bauen. Dietener Hölzer, jeweils blockhüttenmäßig ausgekerbt und aufeinander gelegt. So, aber auch hier unten in die Erde verrammt, dass hier nichts verrutscht. Zum Schluss einen langen Stamm drauf, den ich auch irgendwo rumliegen gesehen habe, wie man am Moos sieht. Und hier unten gegen die Wurzel verkeilt. Und jetzt wäre nur noch dran, mit meiner Billigmachete aus dem Baumarkt ein bisschen zugmessermäßig das Ganze minimal auszuflachen. Das habe ich schon mal angefangen. So, hier oben. Diese Machete, das benutze ich als Zugmesser. Ein bisschen wie ein Hobel. Und da diese Machete hier diesen Winkel hat, kann man es ein bisschen vom Abrutschen verhindern. Also man kann den Winkel ein bisschen einhalten durch diesen Hebelarm. So, ich glaube, das reicht. Ausgeflacht ein bisschen. Jetzt drinnen hier. Gehen wir noch weitergehen. So, stabil ist es. Ich sitze ja hier drauf, während ich hier arbeite. Das ruckelt schon. Also, was ist, sagst du, Willi? Willst dich hier hinsetzen und mit mir den Kaffee genießen? Mach mal den Sitztest. Ruckel, 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 ist alles fest.
Mach's gut. Auf dein Wohl, Lenny.